Wir bleiben beim Thema Feste. Das Renser Stadtfest wirft nämlich schon bei diesem herrlichen Wetter auch seine Schatten voraus, kann man sagen, so ein bisschen. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Dafür hat Anne ein kleines Interview geführt. Eine sehr traditionsreiche Einrichtung in Rhens ist natürlich das Rhenser Stadtfest, was es jetzt schon öfter gibt. Und Ihnen ist sicherlich allen bekannt, dass die Organisation vom Rhenser Stadtfest jährlich wechselt. Dieses Jahr ist zum zweiten Mal das Rote Kreuz dran und bei mir jetzt halt der Cheforganisator Guido Schultes. Guido, zum zweiten Mal ist richtig, ja? So ist es, ja. Die Stadt hatte damals, als das Weinfest ausfiel, dieses Stadtfest kurzfristig ins Leben gerufen, innerhalb von 3 Wochen. Und nach 1-2 Jahren sagte dann halt der Bürgermeister, es ist nicht Aufgabe einer Stadt, ein Fest auszurichten. Die beteiligten Vereine sollen sich doch da dann bitte irgendwie einbringen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es im Wechsel. Und wir haben damals das erste übernommen und sind jetzt dieses Jahr turnusmäßig wieder dran. Kannst du schon irgendwas verraten, ob es irgendwas Besonderes geben wird? Ja, wir werden in diesem Jahr als im Ausstellungsbereich die Feuerwehr von Rhens präsentieren, ja, die auf das als Mitgliederwerbung nutzen wollen. Wir werden wieder an beiden Abenden Musikevents haben und ja, mit allem Weiteren sind wir in der Planung. Wir werden wieder eine Verlosung machen, werden wieder tolle Preise haben, das kann ich schon mal soweit sagen, ja. Ist das dann jetzt in Kooperation mit der Feuerwehr oder macht das nur das Rote Kreuz? Nein, nein, die Feuerwehr ist lediglich da für die Ausstellung. Also wir organisieren alleine, die Feuerwehr macht nur ihre Ausstellung und ihre Präsentation. Mhm. Ja. Wann wird das Stadtfest sein? 2. September-Wochenende, nicht wahr? Genau, ja. Vom 10. bis 12. September dieses Jahr, ja. Guido, jetzt ist das Rote Kreuz in Rhens natürlich nicht der allergrößte Verein. Wie kriegt man es denn geschafft, dieses Fest auf die Beine zu stellen? Ich sag mal so, für die Organisation zeichnet der Vorstand verantwortlich. Das heißt, wir sind in einem Gremium von 3 bis 4 Mann, die diese Planung übernehmen vom Rotkreuzvorstand. Aber alle anderen Vereine sind ebenfalls in der Planung beteiligt. Also wir machen diese Treffen mit Bürgermeister, Beigeordneten und die beteiligten Vereine, jeweils 1-2 Leute vom Vorstand. Und dann teilen wir die Arbeit schon ein bisschen auf. Wir machen halt nur die Schriftführung, machen die Anschreiben und die Federführung. Aber alle anderen Vereine machen genauso mit, ja. Also jeder hilft mit. Gut, dann hoffen wir, dass das ein Erfolg wird. Hoffe ich auch, ja. Und vielen Dank fürs Interview. Ich denke, wir sehen uns noch. Danke, gerne geschehen. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Stadtfest. Jawohl. Hallo, liebe Freunde des Lesens. Heute befinde ich mich an einem außergewöhnlichen Ort für unsere Vorstellung im wunderschönen Wald Ech, zugehörig zu unserer Verbandsgemeinde. Wie in der letzten Sendung versprochen, habe ich euch heute ein besonderes Schmankerl mitgebracht, und zwar anlässlich des 100-jährigen Todestages von Mark Twain. Mark Twain war sein Künstlername. Die wenigsten kennen ihn unter seinem richtigen Namen, Samuel Longhorn Clemens. Geboren 1935, gestorben 1910. Macht einfach Spaß, auch mal Mark Twain zu lesen. Er ist nicht so schwierig, wie man sich ihn vorstellt. Als erstes Schmankerl habe ich mitgebracht Mark Twain, eines seiner älteren Werke, geschrieben um die 1905. Die Tagebücher von Adam und Eva. In humorvoller Art und Weise beschreibt Mark Twain einmal aus Sicht Adams, einmal aus der Sicht Evas, das Zusammentreffen dieser ersten beiden Geschlechter und auch späteren die ersten Kinder etc. Es ist wahnsinnig lustig zu lesen, man lacht sich kaputt von Anfang bis Ende. Arbeiten wir unsere Zeit mal ein bisschen weiter voraus in einem Werk, auch sehr berühmt von Mark Twain. Entführt er uns in die im 6. Jahrhundert des Britanniens und beschreibt eine Geschichte, ein Yankee am Hofe des König Arthurs. Sehr grotesk, aber sehr gesellschaftlich angepasst von der damaligen neuen Welt auf die Sichtweise der alten Welt. Als letztes Buch der Klassiker in Deutschland, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Diese beiden Geschichten sind eigentlich Jugendbücher. Dafür wurden sie gedacht. Aber auch Erwachsene sollten diesmal lesen, um sich wieder daran zu erinnern, wie es als Kinder waren. Es ist mal wieder schön, einer der alten Klassiker zu lesen, die lange vergessen worden sind. Als letztes, was nicht jetzt gerade als Buch, was jetzt kein Lesebuch ist, sondern eher ein Sachbuch zu Mark Twain, ist Mark Twain zum Vergnügen. Darin wird beschrieben, wie Mark Twain einmal geschrieben hat, wie er zu seiner Schreibweise kam und wo er seine Ideen bekam. Auch einige Kurzgeschichten mit Erläuterungen des Autors. Einer seiner berühmtesten Sätze war, es gehört viel Sinn dazu, guten Unsinn zu schreiben. Das hat er fortgeführt in den meisten seiner Werken. Dafür bedanke ich mich heute und wir sehen uns beim nächsten Mal mit neuen Büchern und neuen Lesetipps. Euer Andreas Nicolai. Tschüss!
Wir sind wieder kurz vorm Ende unserer Sendung. Was noch aussteht? Ist die Auflösung unseres Autorätsels. Sie erinnern sich vielleicht, in der letzten Sendung, ja, haben wir zwei Autos gegeneinander fahren lassen. Ein Spielzeugauto und ein normales Auto und hatten die Frage gestellt, wer von beiden wohl gewinnt. Und dazu haben wir Antworten bekommen, also ungefähr drei. Die erste, die letzte und die einzige. Aber tatsächlich von, sei ganz lieb gegrüßt, Dennis Vielweber aus Koblenz. Er hat uns geschrieben, hi, ich würde sagen, das ferngesteuerte Auto gewinnt in eurer Sendung, weil der Große sonst gegen die Wand des Parkplatzes fahren würde, wenn er voll beschleunigt. Ansonsten würde das schwarze Auto natürlich gewinnen. Nun, lieber Dennis, ich habe es dir per Mail schon gesagt, die Richtung war anders. Also der Große ist nicht auf Richtung Wand zugefahren, sondern Richtung Straße. Wenn der voll beschleunigt hätte, wäre der auf der B9 an diesem Rehnser Kreisel irgendwie an diesem Hinkelstein gelandet. Wir können die Antwort also nicht als ganz richtig gelten lassen. Sonst hättest du natürlich eine Freifahrt gewonnen jetzt mit diesem Modellauto. So können wir das leider nicht ganz. Aber wir tun dir einen anderen Gefallen. Dennis hat nämlich geschrieben, ich schaue eure Sendung, wenn es geht, fast immer. Wäre cool, wenn ihr das nächste Mal noch Grüße an Jens und Sven aussprechen könntet. Also Jens und Sven, wir kennen euch nicht, aber die Anne macht das jetzt. Herzliche Grüße. Und von mir auch, aber wahrscheinlich wollt ihr die von der Anne lieber haben. Aber ist doch schön, dass wir jetzt endlich mal wissen, wer da eine Zuschauer ist, der immer die Sendung guckt, oder? Ja, finde ich auch. Prima. Ich muss jetzt mein Kärtchen holen für die letzte Abmoderation. Unsere nächste Sendung ist am 24.06. Vorher möchten wir noch einen kleinen Hinweis geben, wenn ich schon dieses tolle T-Shirt anhabe. Es geht um Blut im wahrsten Sinne des Wortes und um die Blutspende, die wir besucht haben. Ich habe mich geopfert. Und damit gleich schon jetzt Werbung für den nächsten Blutspendetermin in Rehns. Das wird sein am 19.07., aber bis dahin wird noch viel passieren und wir sehen uns.